Und du willst einfach diesen Haken haben. Du willst, dass die Leute sehen, ey, die ist irgendwie bekannt so. Denn das Problem ist... Ey, wirklich, da sieht man mal wieder, Alter, was geht denn in diesem Kopf ab? Katja, bitte. Also... Sascha hat ein Video gemacht über den blauen Haken bei Instagram. Irgendwie so ein neues Feature, ne? Wo man jetzt Geld bezahlen kann. Instagram hat sich gedacht, was Elon Musk kann, das können wir schon lange. Und deswegen nehmen wir jetzt Geld für alle Leute mit Geltungsdrang auf unserer Plattform. Und das sind auf Instagram mit Sicherheit ziemlich viele. Und jetzt geht's los. Kaum laut auszusprechen, aber ich hoffe, es ist Sonntag 18 Uhr. Ihr habt ja in den letzten Wochen gemerkt, dass es ja montags gekommen ist und ich fand, es war eigentlich auch eine relativ gute Zeit. Deswegen würde ich gerne wissen, was ihr davon haltet, wenn man das grundsätzlich auf Montag verschiebt. Ich will hier keine Revolution oder so auslösen, aber schreibt es mir einfach mal gerne in die Kommentare und dann orientiere ich mich an euch. Es sei denn, das Video kommt jetzt am Montag, ne? Dann... habe ich verkackt. Ja. Von einem wichtigen Ereignis zum anderen. Viele von euch haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich glaube, das Video kam an einem Montag, oder? Das Drama um den blauen Haken. Die einen haben es ausprobiert und lieben es. Ich kaufe mir einen blauen Haken auf Insti. Für meinen Einsatz drückt ihr Maus Plus. Ich hab's gekauft. Die anderen hassen es und finden es schrecklich. Menschen, die freiwillig dafür Geld ausgeben, sind für mich ein Opfer. Die Diskussion ist groß, denn manche sagen, man müsste sich den blauen Haken eigentlich verdienen. Warum kauft man sich einen blauen Haken, wenn man dafür nichts getan hat? Sagt eine Person, die im Trash-TV eine andere Person gebumst hat. Oder nicht, vielleicht auch nur angeflirtet hat. Während es den anderen nicht egaler sein könnte. No front. Das war wahrscheinlich jetzt wieder meine internisierte Misogynie, ne? Irgendjemand meint, das zu zahlen... Dann soll er das machen, ist doch nicht mein Problem. Doch wer profitiert davon am Ende? Gibt es wirklich irgendwelche Vorteile davon? Und kann man erkennen, wer zu den Käufern gehört? Das alles heute live am Sonntag mit eurem Girl Sascha. Solange es Instagram gibt, gibt es verschiedene Leute, die dir sagen, wie du an den blauen Haken kommst. Und ich zeig dir genau jetzt diesen Hack. Wie du es schaffst, einen blauen Haken zu bekommen bei Instagram. Ich habe es geschafft, mich auf Instagram zu verifizieren und ich zeige euch jetzt, wie easy das geht. Es gibt Webseiten, die ihn dir anbieten für einen Schnapper von 500 Euro. Also ich sag mal so, meinen blauen Haken zu bekommen, das war wirklich ein Pain. Weil ich muss ja sagen, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens und für mich war es schon relativ wichtig, einen zu bekommen. Einfach für die Verifizierung. Und ich habe ihn nicht bezahlt, keine Sorge. Aber Instagram ist so... Wenn du im Trash-TV für 5 Sekunden warst und dich vollkommen blamiert hast, weil du einfach nur Alkohol bis zum Limit getrunken hast und dann nach 2 Tagen rausgeflogen bist, dann bekommst du einen blauen Haken. Hier, nimm diesen blauen Haken, komm, hast du noch keinen blauen Haken? Nimm den blauen Haken. Wenn du allerdings seit Jahren auf YouTube Videos machst, Hunderttausende von Abonnenten hast, 1000 Zeitungsartikel über dich geschrieben wurden, du Interviews gegeben hast, dann sagt Instagram so, blauer Haken für dich, wissen wir jetzt nicht. Und ich muss sagen, das hat wirklich lange gedauert, bis ich einen bekommen habe. Über mein Management, nicht über mein Management, aber zusammen mit meinem Management immer wieder nachgehakt, immer wieder gesagt, hey Leute, diese Person hat schon einigermaßen Relevanz. Und es wäre wichtig, weil es, ihr kennt das vielleicht nicht, wenn ihr jetzt hier einfach nur zuschaut, denkt ihr euch so, what the fuck, hä, warum? Aber es gibt halt zum Beispiel Leute einfach mit Fake-Profilen, die dann irgendwelchen Leuten Geld abzwacken wollen oder was auch immer. Und das ist eigentlich schon gut, sich verifizieren zu können da als Person dann, weil man dann auch tendenziell eher in der Suche gefunden wird und so weiter und so fort. Mit 100% Geld-Zurück-Garantie. Doch das Geschäft mit dem blauen Haken durch fremde Leute hat ein Ende, denn Meta, also der Konzern hinter Instagram, hat nun ein eigenes Geschäft daraus gemacht und verkauft den blauen Haken im Abonnement für 16,99 Euro. Kurze Hintergrundinfo, was es überhaupt mit dem blauen Haken auf sich hat und wofür er steht. Hintergrund ist, dass der Account durch den blauen Haken legitim ist und zu der Person oder dem Unternehmen gehört, die bzw. das es vorgibt zu sein. Hier schreibt gerade jemand, Sascha hat auch noch keinen blauen Haken. Ja, das meine ich nämlich damit. Also Sascha hat irgendwie 500.000 Abonnenten auf YouTube, aber hat safe, also ich würde sie einfach mal so einschätzen, dass sie vielleicht auch schon versucht hat, einen zu bekommen. Und hat safe auch trotzdem vielleicht dann keinen bekommen, weil halt Instagram sein System so komisch hat,
wer relevant ist und wer nicht. Das ist so gaga. Es beschädigt die Echtheit einer Person oder eines Unternehmens und hilft so, Fake-Profile vorzubeugen, als auch Identitätsdiebstahl, sodass es nur eine Person, die öffentlich ist, auf der Plattform gibt. Voraussetzung für die Verifizierung ist, du willst auch ein Echter sein, das ist echt nicht leicht, du brauchst fresh and nice. Dass man öffentlich zugänglich ist, relevant ist. Es gibt keine genaue Definition davon, aber die Faustregel sind um die 10.000 Follower, was aber jetzt nicht auf jeden zutrifft. Es gibt auch Profile mit weit weniger Followern, aber sie sind trotzdem öffentlich relevant. Unter anderem muss man echt und einzigartig sein und das Profil muss vollständig sein. Das ist ja fast wie eine Bewerbung für Germany's Next Topmodel. Sei echt, sei einzigartig. Ein Profilbild, Profilbio, Webseitenlink und der Account muss aktiv sein, also regelmäßig posten und interagieren. Ursprüngliche Intention hinter dem blauen Haken ist es, die Echtheit einer Person oder eines Unternehmens zu verifizieren. Doch immer mehr wurde der blaue Haken zu einer Art Statussymbol. Und das egal auf welcher Plattform, ob Twitter, TikTok oder YouTube. Und wie sehr die Leute sich über einen blauen Haken freuen, kann man auch im Internet verfolgen. Herzlichen Glückwunsch! Melissa, zum blauen Haken. Wir haben den blauen Haken. Krank. Wirklich den blauen Haken? Ich kann selber gerade gar nicht glauben. Wie viel er manchen wirklich bedeutet. Yo. Kapitalismus. Spaß. Ich verstehe es so, dass man das cool findet, wenn man einen hat, aber ich finde es wirklich ein bisschen weird, wenn man sich darüber definiert, okay? Heute merkt man anhand der Reaktion auf das Abosystem von Instagram. Denn viele haben das verurteilt. So wie beispielsweise der Trash-TV-Star Aurelia. Keine Ahnung, andere reißen sich den Arsch dafür auf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ihr wisst, was ich meine. Auf oder andere haben dafür was geleistet, sage ich jetzt mal so. Doch inwiefern leisten Leute wirklich was, um sich war ein Witz. Den blauen Haken zu verdienen. Machen wir das fest anhand des Beispiels von Aurelia. Sie ist ein Trash-TV-Star, der in einer Sendung auffiel, weil sie eine unglückliche Beziehung zu einem Mann namens Hendrik hatte. Daraufhin war sie in mehreren Sendungen zu sehen, die primär auf RTL laufen und das Motto haben, halbnackt und besoffen, damit kriegen wir Klicks. Zwar hat sie sich wenige Tage später entschuldigt für die Aussage. Es geht um diese blaue Haken-Geschichte. Ich habe mir da echt Gedanken drüber gemacht, weil ich so einen krassen Gegenwind bekommen habe. Das hat mich zum Nachdenken angeregt. Es ist trotzdem in einer Art und Weise schon meine Meinung, aber ich hätte es vielleicht ein bisschen anders formulieren sollen. Denn sie wollte sich nicht über jemanden stellen. I'm sorry, ich hab's wirklich nicht böse gemeint oder wollte mich über irgendjemanden stellen. Doch bemängelt sie nochmal, dass man eben als eine Person des öffentlichen Lebens gewisse Sachen eingeht, um diesen blauen Haken zu erhalten. Das muss ich aber sagen, den Punkt muss ich ihr geben. Also das finde ich auch, also nicht, dass sie sagt, okay, der wird hier viel zu einfach vergeben. Der wird hier nur vergeben, wenn man sich richtig angestrengt hat. Das würde ich nicht behaupten, weil ich habe es ja eben schon gesagt. Das ist total komisch, dieses Instagram-System. Also bist du einmal halbnackt im Fernsehen zu sehen, bekommst du sofort einen blauen Haken. Bist du, keine Ahnung, auf YouTube hast du 1 Million Follower, musst du teilweise trotzdem noch drum betteln. Aber natürlich ist es schon wahr, dass es halt für eine öffentliche Person wichtiger ist, einen blauen Haken zu haben, weil es halt wirklich einen Sinn hat, ne, dass du eben keine Fakes von dir hast. Dass du eben verifiziert bist, als jetzt für eine Person, die nicht Person des öffentlichen Lebens ist. Aber am Ende muss man wirklich sagen, ist es eigentlich auch egal, solange kein Betrug damit betrieben wird. Und ich glaube, darauf kommen wir noch zu sprechen in diesem Video. Meta hat es ja so gemacht, dass wenn du einen blauen Haken haben willst, musst du, glaube ich, auch wirklich deinen Vor- und Nachnamen oder so wirklich angeben, wenn du keine Person des öffentlichen Lebens bist. Und dich wirklich verifizieren und nicht wie bei Twitter, wo jeder sich irgendwie einen blauen Haken kaufen konnte und dann konnte man sich irgendwie nennen Firma XY und dann konnte man die Follower verarschen und die Aktienkurse manipulieren. Ich glaube, das ist schon noch was anderes hier gewesen. Halten und sie ist deswegen nicht ganz fair. Ich bin abgeschweift. Man hat ja schon gewisse Dinge auf sich genommen, um eine Person des öffentlichen Lebens zu sein und dementsprechend war das dann so dieses Jahr. Wenn es jeder jetzt kaufen kann, dann ist es ja eigentlich, für was hat man das dann alles auf sich genommen? Komisch, ich dachte, das. Hat sie das alles auf sich genommen für einen blauen Haken? Und nicht, weil sie einfach mit diesem Beruf Geld verdienen will? Dass Personen im öffentlichen Leben eher auf Erfolg mit ihrer Arbeit aus sind. Ich wusste nicht, dass das alles nur gemacht wird, um einen blauen Haken zu erhalten. Manche vergleichen den blauen Haken mit einem Bachelorabschluss, den man sich ja dann im Endeffekt kauft, ohne dafür eine Leistung erbracht zu haben. Ich meine, es ist auch gar nicht böse. Es ist nicht so, dass ich irgendwie irgendjemandem nichts gönne oder so. Darum geht es gar nicht so. Aber ich meine, wenn du studierst, als for example,
Und nach 3 Jahren oder nach 4 Jahren kriegst du deinen Bachelor. Nice. Und schau mal, da kommt jetzt jemand für 16,99 € und kauft sich einfach so einen Bachelor und hat ihn einfach, ohne irgendwie diese 4 Jahre studiert zu haben. Oh Gott, ich glaube, ich breche ab, ey. Was ist das denn? Alter. Don't get it. Und das soll jetzt gar nicht böse klingen, aber meiner Meinung nach gibt es... Das ist ja kein, also der blaue Haken. Okay, ich glaube, sagen wir mal so, ich glaube, viele Influencer missverstehen das. Viele Influencer denken, glaube ich, der blaue Haken ist so ein Award, so wie der YouTube Award, den du bekommst, wenn du 100.000 Abonnenten hast. Aber das ist der blaue Haken ja nicht. Der blaue Haken ist ein Verifizierungssystem, weil man anerkennt, okay, Menschen in deiner in deinem Bekanntheitsgrad könnten sozusagen von Scam betroffen sein. Menschen könnten sich als dich ausgeben und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es das und nicht, ist ja kein Award. Und da muss man sagen, hat YouTube wirklich das bessere System. YouTube hat eine Verifizierung, aber YouTube hat auch einen Award. Wenn man zum Beispiel 100.000 Abonnenten erreicht hat oder wenn man 1 Million Abonnenten erreicht hat. Und deswegen ist YouTube meine Lieblingsplattform. YouTube, ich liebe euch. Spaß. Aber mal eine kurze Werbung. YouTube ist wirklich meine, also unbezahlte Werbung offensichtlich. YouTube ist wirklich meine Lieblingsplattform. Das ist ein Unterschied zwischen einer Regelstudienzeit. Hetzt euch nicht. Ich weiß, wovon ich rede. Soll ich meinen Button mal zeigen? Der steht hier um die Ecke. Mache ich gleich. Einer Bachelorarbeit, Klausurenphase und 2-3 Wochen in einer Villa, wo man säuft und dann ein paar Promi-Flash-Artikel über einen stehen. Das gilt nicht für die gezeigte Person, sondern verdeutlicht, wie niedrig teilweise die Anforderungen für eine Verifizierung sind. Nicht mal symbolisch geht das auf, einen Bachelor mit einem blauen Haken zu vergleichen. Worum geht es also wirklich bei der Verifizierung? Um Erfolg oder ein Statussymbol in Form eines blauen Hakens? Ich habe mir über Jahre hin den Arsch aufgerissen, um diesen blauen Haken zu bekommen. Und Leute, der Haken ist nicht das Wichtigste im Leben, ne? Das wollte ist nicht ich auch der Shit. Sagen. Aber du bist am Arbeiten, jeden Tag. Anerkennung einfach. Blutest. Hä? Die Leute sind irgendwie doof. Die verstehen wirklich nicht das System von Verifizierung, oder? Also ich glaube wirklich, der blaue Haken wird von ganz vielen Leuten mit einem Preis oder mit einer Anerkennung verwechselt, aber die Bild-Zeitung hat einen blauen Haken. So, Leute, hä? Du weinst, du leidest, du schläfst nicht und du willst einfach diesen Haken haben. Du willst, dass die Leute sehen, ey, die ist irgendwie bekannt so. Denn das Problem ist... Ey, wirklich, da sieht man mal wieder, Alter, was geht denn in diesem Kopf ab? Katja, bitte. Also... Berühmtheit um jeden Preis, wirklich. Dass das nicht die einzigen Stimmen dazu sind. Ein Trash-TV-Kandidat beschwerte sich in einem Format darüber, dass er seit 2 Jahren versucht, den blauen Haken zu kriegen und begründet seine Teilnahme mit der Intention danach, eine Verifizierung auf Instagram zu erhalten. Auch bei einer Folge von Promi Big Brother ging es in einem Gespräch nur darüber, wer in dem Haus einen blauen Haken hat und wer nicht. Hintergrund, warum so viel... Also, sorry, was ist denn... Manchmal bin ich wirklich froh, dass ich kein Teil... von dieser Art Influencer-Szene bin, wirklich. Also ich habe auch schon auf meinem Lebensweg, wirklich den einen oder anderen Influencer kennengelernt, wo ich mir gedacht habe, ich bin froh, dass meine Freundeskreise außerhalb dieser Bubble liegen. Und das meine ich jetzt nicht negativ, es gibt wirklich auch sehr viele sehr, sehr tolle Influencer, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Aber es gibt halt auch eben die, die so abgereist sind, wo dann auf irgendwelchen Veranstaltungen nur darüber geredet wird, der hat 10.000 Follower mehr, oh mein Gott, der hat 500.000 Follower, oh mein Gott, ich muss mit dem ein Foto machen, damit ich auf seinem Account auftauche und er auf meinem, damit ich ihn verlinken kann. Boah, das ist wirklich so krank. Wirklich, das kann man wirklich keinem erzählen. Leute, wenn ihr es noch nicht erlebt habt, seid froh, dass ihr es noch nicht erlebt habt, weil es ist... Teilweise so eine oberflächliche Welt. Viele Trash-TV-Stars einen blauen Haken haben, ist, weil sie eben durch ihre Teilnahme im Trash-TV eine öffentliche Relevanz erfahren, weil über sie berichtet wird. Beispielsweise in Promi-Flash-Artikeln. Also praktisch wie ein Bachelor im Trash-TV. RTL 2 schaltete eine Stellenanzeige, wo sie einen Vollzeit-Trash-TV-Star suchten. Und die Vorteile dieser Arbeit wären unter anderem ein Follower-Zuschuss, garantierte Marktwertsteigerung und du generierst täglich mindestens 8 Promi-Flash-Artikel. Auch wenn das tatsächlich unter den Aufgaben steht, als mehr unter den Vorteilen. Okay, jetzt...
Das sollte wahrscheinlich so eine Parodie sein, oder? Das verstehe ich so langsam die Bachelor-Anforderungen hier. Ist es das, was einem der blaue Haken garantiert? Mehr Marktwertsteigerung und vor allem mehr Reichweitensteigerung? Also ich habe nämlich gehört, dass die Leute mehr antworten, wenn man einen blauen Haken hat. Also schreib mir mal in die Kommis, wem ich schreiben soll. Shakira oder wem auch immer. Und das sagt... Nö, ich antworte keinem. Auch nicht den mit blauen Haken. Doch, manchen Leuten antworte ich, aber ich kann das eh nicht alles lesen. Und da manchmal, wie gesagt, Leute einfach nur verifiziert sind durch den blauen Haken... Und ich glaube, jetzt, dass es auch so eine Art blaue Haken-Inflation gibt, wird das eh immer viel weniger werden. Sagt auch der Konzern Meta selbst darüber. Nicht nur, dass man angeblich einen schnelleren Support bekommt bei Problemen, sondern durch den blauen Haken erfährt man auch eine höhere Sichtbarkeit und eine höhere Reichweite. Und dies soll einem Vorteile verschaffen bei der Suche, bei Kommentaren und bei Empfehlungen. Okay. Im gleichen Atemzug sagt aber Meta selbst, dass die Reichweitensteigerung bei größeren Accounts gar nicht so zutrifft, sondern es vielmehr um die kleineren Accounts, um kleineren Creator geht. Klar können sich so Startups, Unternehmen oder kleine Creator Seriosität verschaffen und vor allem eine Vertrauensbasis schaffen, weil die Leute wissen, dass es sich hierbei um die echte Person oder das echte Unternehmen handelt. Jedoch frage ich mich, inwiefern die Sichtbarkeit und die Förderung von allen oder von bestimmten kleinen Creatoren zutrifft, wenn ja einfach alle sich einen blauen Haken holen. Vor allem stellt sich die Frage, wem die Funktion wirklich was nützt und wer am Ende davon profitiert. Meta, also der Konzern hinter Instagram, kämpft bereits schon seit längerem mit sinkenden Werbeeinnahmen. Das liegt unter anderem auch an Apples Datenschutzbestimmungen, welche eine aktive Zustimmung des Nutzers fordert, wodurch das Nutzerverhalten analysiert und verfolgt wird, um so personalisierte Werbung schalten zu können. Apple macht das aber nicht aus Selbstlosigkeit, sondern will selbst ins Werbegeschäft einsteigen. Und diese Maßnahme kostete Meta innerhalb eines Jahres 14,5 Milliarden Dollar. Auch die Reichweite und die Sichtbarkeit ist ein wichtiges Argument, vor allem wenn man bedenkt, dass diese bei vielen Creatoren in den letzten Jahren zurückgegangen ist, weil Instagram ständig irgendwas umstellt oder den Fokus auf Reels legt und so Fotos gar nicht mehr richtig angezeigt werden. Wer davon profitiert, ist vor allem Meta. Denn seit der Einführung... Ich glaube, was haben die eingenommen? Ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen. 66 Millionen? Vor allem am ersten Tag wurden 44 Millionen blaue... Oh, 660 Millionen, nicht 66 Millionen. Eine Null mehr. Haken verkauft und über 600 Millionen Dollar in 24 Stunden erwirtschaftet. Aber wer profitiert noch davon? An diesem Punkt kommt... Ich muss sagen, ich finde es interessant, dieses Video, weil ich habe über diesen ersten Aspekt hier, über diese ganzen Trash-Leute und so und über die Bedeutung des blauen Hakens noch gar nicht nachgedacht. Weil das Erste, was ich gedacht habe, als ich diese News gehört habe, dass Instagram so viel Geld damit verdient hat, war eigentlich so der Gedanke... Wow, schaut mal an, in was für einer Welt wir leben, in der man so viel Geld mit dem Geltungsdrang von Leuten verdienen kann. Weil ich würde einfach mal die Behauptung aufstellen, bei Privatleuten, die das jetzt nicht nötig haben, sich zu verifizieren, weil es irgendwie keine Scammer gibt, die ihren Namen benutzen, ist der blaue Haken ja für nichts anderes gut, oder? Außer für ein bisschen... Präsenz, whatever, seriöser, toller, was auch immer wirken. Und dann ist mir aber aufgefallen, funktioniert nicht eh unsere ganze Welt so? Also Instagram ist ja so Geltungsdrang in Person. Was machst du auf Instagram? Fotos von dir und deinem tollen Leben posten, damit die Menschen in deinem Umfeld es sehen. Jetzt mal abgesehen davon, von Memes hin und her schicken, mit ein paar Leuten in Kontakt bleiben, was auch ein wichtiger Aspekt ist. Aber eigentlich ist doch Instagram auch eine große Geltungsdrang-Plattform. Und das finde ich eigentlich so spannend an diesem ganzen Phänomen, dass es hier eben um so, ja, einfach, also wie man heutzutage sowas kapitalisieren kann. Krass. Gerne Coaches, die dir helfen mit Tipps und Tricks, wie du viel Geld erwirtschaftest und wie du vor allem Reichweite erwirtschaftest. Nichts Neues, das gibt es schon seit Ewigkeiten, aber nun besitzen viele von ihnen einen blauen Haken und werden nun als seriöser und vertrauenswürdiger wahrgenommen, denn hey, da wird schon ein echter Mensch hinter sitzen, der weiß, wovon er redet. Sie schreiben, hack den Algorithmus, um so mehr Reichweite zu kriegen, während sie selbst kaum Reichweite haben. Und ob man es will oder nicht, ein blauer Haken wirkt immer noch seriös auf andere Leute. Ja, das stimmt. Mein Lieblingsmillionär Adam, zu dem ich auch schon mehrere Videos gemacht habe, könnt ihr euch ja gerne im Anschluss vielleicht angucken, wenn ihr Lust habt. Der ist ein Mensch, der anderen Menschen zum Reichtum verhelfen möchte. Er hat Kurse und verkauft diese für einen stolzen Preis. Doch wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass viele Leute gar nicht zufrieden sind mit der Leistung und teilweise Worte wie Abzocke
oder unseriös fallen. Doch um das nachzuschauen, muss man sich ja intensiver mit einem Menschen auseinandersetzen. Er hat einen blauen Haken, man sieht viel Luxus, man sieht viel Geld und man sieht das richtige Mindset. Doch die Frage ist, wie viel steckt wirklich dahinter und ist Luxus die Basis, um seine Programme an andere zu bringen? Ja, ein Konzept, das viel... Es trägt halt noch weiter bei, ne, zu diesem ganzen Scam-Zeug. Viele Unternehmer verfolgen, denn mittlerweile kann man das Leben sehr gut fälschen. Luxusvideos, die du für wenig Geld im Internet erwerben kannst und das sogar mit deiner Stimme drunter gelegt. Gebrauchte Luxustüten, die auf eBay verkauft werden und das Rumprallen mit Geld, was einem vielleicht gar nicht gehört, aber die Menschen lockt, die sie brauchen. Leute, die einem verzweifelt glauben und Geld dafür ausgeben, um zu wissen, wie man richtig viel Geld verdient. 2019 arbeiteten ca. 71.000 Coaches weltweit. 4 Jahre später müsste die Zahl mittlerweile höher sein und wie viele davon seriös sind, ist eine andere Frage. Sie verkaufen dir Erfolg, Luxus und das richtige Mindset und das mit einem blauen Haken an ihrer Seite. Während man früher diesen Leuten keine Verifizierung angeboten hätte. Ich schreibe jemand im Chat, Twitter einzig wahre Plattform, change my mind. Du meinst wohl X. Wusstet ihr, dass Elon Musk auch mal PayPal in X umbenennen wollte? Aber bevor er das geschafft hat, wurde er rausgeschmissen. Jetzt hat er es einfach mit Twitter gemacht. Weil sie keine öffentliche Relevanz besaßen, außer vielleicht diejenigen, vor denen gewarnt wird. Und hierbei sehe ich eher die Gefahr statt bei Nicht-Prominenten, die auch mal einen blauen Haken haben wollen. Das ist im Vergleich harmlos, aber Coaches, die nun als seriöser wahrgenommen werden aufgrund ihrer Verifizierung, sind gefährlicher, dass sie gezielter ihre Kurse und Strategien verkaufen können. Kann man unterscheiden, wer einen echten blauen Haken hat und wer ein Abo abgeschlossen hat? Auf TikTok kursieren einige Methoden dafür, nämlich müssen die Creator ihren vollen Namen in ihrer Beschreibung. Das ist interessant. Ja, du musst den vollen Namen in die Beschreibung schreiben für den blauen Haken. Den haben und ein Profilbild, auf dem man ganz eindeutig ihr Gesicht erkennen kann. Außerdem kann man. Das heißt, man ist jetzt das neue Rich, das neue relevant, wenn man seinen Namen nicht in die Bio schreibt und auf dem Profilbild nicht selbst zu sehen ist und trotzdem einen blauen Haken hat. Dann werde ich das natürlich mal anpassen müssen auf meinem Instagram-Account. Man sehen, wann jemand verifiziert wurde, beispielsweise im Juni oder früher oder im Juli, da wo der Konzern Meta auch das Abonnement hier eingeführt hat. Zwar ist das eine einigermaßen okay Methode, trifft aber eben nicht auf alle zu. Beispielsweise Schauspieler haben ebenfalls ihren vollen Namen in der Beschreibung stehen. Bei manchen steht wiederum kein Datum und nur weil jemand im Juli verifiziert wurde, heißt es nicht automatisch, dass das gekauft ist, sondern kann einfach nur ein Zufall sein. Wie gesagt, ja, diese Methode ist eher eine oberflächliche Methode und trifft nicht auf jeden zu. Bei denjenigen, wo es zutrifft und auch offensichtlich ist, wird sich teilweise drüber lustig gemacht, hinterfragt und aufgeregt. Opfer. Peinlich. Finde ich das in der Relation nicht fair. Was bringt es einem, wenn alle Welt weiß, dass man dafür Geld zahlt? Ein anderer Vorteil, den ich als logisch empfinde, ist, dass man eben durch die Verifizierung Fake-Profile minimiert und so Identitätsdiebstahl vorgebeugt wird, falls sich jemand anders mit deinem Namen ein Profil macht und Blödsinn macht. Man darf nicht vergessen, alle haben von mir Fake-Accounts gemacht und irgendwelche sexy Bilder hochgeladen und dann links, folg mir, ich bin die echte Katja und schreib mir und haben dann Leute abgezockt, so. Leute sollen wissen, das ist die echte Katja. Das ist schon öfter vorgekommen und es ist auch ein wenig schwer dagegen vorzugehen. Zumindest berichten einige Personen darüber, denen das widerfahren ist. Wenn man sich also verifiziert, kann man dem Problem entgegenwirken. Aber eben nur so lange, wie man zahlt. Und das circa 200 Euro im Jahr. Wie lange macht man... Der Preis ist monatlich? I'm out. Ich dachte, das wäre einmalig 16,99 €. Ist das wirklich monatlich? Warte, das muss ich kurz nachrecherchieren. Oder der Chat weiß es vielleicht. Sagt mir Bescheid. Monatlich. Ja, monatlich. 16,99 € im Monat. Alter, das ist ja mehr als der ein oder andere Streamingdienst. Das ist ja das Dümmste, was ich jemals gehört habe. Okay. Jetzt muss ich wirklich sagen, dass ich Leute mit blauem Haken, die sich den kaufen, wirklich auslache. Sorry. Also das ist ja wirklich die Peinlichkeit in Person. Das ist ja wirklich crazy. 200 Euro
für sowas. Das mit, was, wenn Instagram die Preise erhöht und was, wenn man aufhört, den blauen Haken zu abonnieren, ist dann der Support nicht mehr für einen da? Was ich auch fragwürdig finde, ist, inwiefern die Verifizierung wirklich seriös ist. Alles, was man einreichen muss, ist ein Perso bzw. ein Ausweisdokument und es erfolgt auch keine Verifizierung per Videoanruf, wie beispielsweise, wenn man ein Konto bei einer Online-Bank eröffnet. Zwar steht, dass beide... Dann könnte man es ja sogar gut fälschen, krass. Verifizierungsverfahren ein Selfie-Video eingesteckt werden kann, aber sofern verfügbar. Das heißt, es ist keine Pflichtmaßnahme. Und in den meisten Fällen findet man sowieso diese Art von Videos in Stories von Leuten. Das heißt, auch dahingehend ist es kein Problem, an solche Selfie-Videos ranzukommen. So kann sich also jeder, der im Besitz deiner Ausweispapiere ist, mit deinem Namen auf Instagram verifizieren lassen. Und im Endeffekt könntest du ja gar nicht so viel machen. Also wie viel Sicherheit bietet dieses Tool wirklich? Und geht es da nicht viel mehr um das Geld? Und ja, wenn sich jeder auf der Plattform verifiziert und jeder einen blauen Haken hat, dann hat dieser Haken praktisch keine Bedeutung mehr. Denn keiner fällt auf, keiner steht heraus und alle haben dieselben Privilegien. Ja, aber ich sag mal so, nicht jeder ist so dumm, 200 Euro im Jahr zu bezahlen für einen blauen Haken. Das heißt, wenn ihr demnächst Leute seht mit blauem Haken, sind die entweder verifiziert, weil sie halt Personen des öffentlichen Lebens sind, oder sie sind ganz schön weird. Und das ist ja das Gegenteil von dem, was Leute von einem blauen Haken erhoffen. Denn die meisten erhoffen sich ja dadurch ein Statussymbol und vor allem eine Präsenz, die nicht jeder einfach haben kann. Aber ist es wiederum fair, diese Leute als peinlich zu betiteln und zu sagen, dass sie es nicht verdient hätten? Die öffentlichen Reaktionen... Na, nicht verdient würde ich nicht sagen, aber ich würde schon sagen, dass es ein bisschen peinlich ist. Also ich sage einfach so, wie es ist, wenn ich den blauen Haken nicht hätte... Und ich ihn jetzt entweder kaufen könnte oder halt irgendwie noch darauf warten, dass Instagram irgendwann mal gnädig ist. Weil als Instagram halt einsieht, dass ich eine Person des öffentlichen Lebens bin, dann würde ich sagen, ich werde ihn sowas von gar nicht kaufen. 16,99 Euro im Monat. Nope. Da mache ich lieber noch das eine oder andere Streaming-Abo, schließe ich da ab. Und zeigen, dass dem blauen Haken viel mehr Wert zugemessen wird, als die eigentliche Intention dahinter war. Ein Symbol, was eigentlich nur deine Relevanz und deine Echtheit verifizieren sollte. Und wenn man schon dabei ist, ist es wirklich eine Leistung, ist es eine Hürde, die man auf sich nimmt, ins Fernsehen zu gehen, nur um den blauen Haken zu bekommen. Nicht alle gehen natürlich ins Trash-TV, um den blauen Haken zu bekommen. Aber ich habe es tatsächlich schon öfter mitbekommen, dass damit eben gepokert wird. Wer aber am Ende davon profitiert, sind eben die Konzerne. Wie beispielsweise Twitter, die das System des Kaufens von Verifizierung schon länger eingeführt haben. Und so folgt nun auch Meta bzw. Instagram, indem sie ein schwer umkämpftes Statussymbol an jeden verkaufen, solange er eben bereit ist, 16,99 € monatlich im Abonnement das zu zahlen. Ist ja und natürlich krank. Die Coaches, die dir noch besser ihre Programme verkaufen das ist können. Ja wirklich und wie so du krank. Reichweite kriegst, das weiß ich nicht. Aber buch dir einen Termin bei mir, weil irgendwie kriegen wir das beide schon raus. Was haltet ihr von der Thematik? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich muss sagen, am meisten schockiert hat mich, dass es einfach ein monatlicher Preis ist. Ich habe noch so gedacht, so boah, 16,99 € zahlen für so einen Haken. Komischer Deal. Aber einfach monatlich. Alles klar. Und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Vielen Dank, Saschka, für das interessante Video und die ganzen Ausschnitte von den Leuten, die sich darüber aufgeregt haben. Krass. Hätte ich nicht gedacht und fand ich sehr interessant zu sehen. Strange. Strange world. It's a strange world we live in.